Hallo und willkommen auf Review Entertainment. Ich bin Leo Wolf One und wir haben heute wieder Freitag. Und ich habe heute wieder einen Film mitgebracht, den ich ein bisschen wieder zerlegen werde. Oder ich werde ihn komplett zerlegen und das bisschen lassen wir einfach weg. Und zwar Zipang. Auf der Suche nach dem goldenen Schwert. Oder auf der Jagd nach dem goldenen Schwert. Gucken wir uns erstmal so Cover an. Typisch asiatisch, also ist halt ein japanischer Film. Wenn man es aufmacht, hat man halt hier drinnen so einen kleinen Flyer, wo man schon die tollen Effekte des Films sehen kann. Einen goldgeschminkten, ja, ich sage einfach mal, was er ist. Er soll einen Gott darstellen, der halt böse geworden ist. Sieht eher aus, als ob er Nasenbluten hat, aber na gut. Und ein bisschen Werbung. Hier Zipang nochmal halt. Hier hinten sieht man auch nochmal diese tollen Ausschnitte aus dem Film. Und ein bisschen eben, schön ist dieser Satz, ein Meisterwerk des Fantasy-Genres. Naja, Meisterwerk. Und Indiana Jones trifft Jackie Chan. Oh Gott. Naja, was haben wir hier? Wir haben ein Bildformat, ist klar. Letterbox, Sprache Deutsch-Japanisch, Audio Deutsch-Japanisch. Gut, Untertitel Deutsch, Laufzeit 98 Minuten, PAL 2, Farbe und das Genre ist Fantasy Swordplay. Naja. Okay, zur Story oder naja gut. Das, was sie so versuchen einzuverkaufen. Man darf jetzt nicht vergessen, das ist ein Japaner-Film und das ist eher so, man könnte sagen, mehr so als Komödie zu sehen. Und zwar soll es eher halt die Japaner belustigen als uns. Und das merkt man eigentlich auch. Der Humor, der da drin ist, ist, geht, sag ich mal, an mir sowas dran vorbei. Und die Story ist halt nicht vorhanden. Und zwar das größte Problem ist, man hat den Anfang. Da sieht man hier diesen tollen, starken Krieger, dessen Namen ich glaube nicht einmal bis jetzt in diesem Film gehört habe. Wieder so Typen, die teilweise entweder gar keine Namen haben oder eben unwichtige Namen, die man sich eh nicht merkt. Auf jeden Fall, man sieht ihn kämpfen gegen ein goldenes Wesen. Man weiß allerdings nicht, wo das ist. Man weiß nicht, wann es ist. Man weiß gar nichts. Man sieht nur, halt, er wird mit einem goldenen Schwert ja, erstochen. Dann Schnitt. Auf einmal ist man in einer komplett anderen, ja, Szene, man weiß aber nicht, ist das jetzt eine andere Zeit, ist das ein anderes Land, wo bin ich, wann bin ich, nichts, keine Infos. Schön wäre ja wenigstens so ein kleiner Untertitel, weiß ich nicht, wo man ist, wann man ist, so, was man in anderen Filmen auch hat, damit ein bisschen Story aufkommt, nichts. Es wird dann schlimmer, dass unser super Schwertkämpfer namens, ich weiß gar nicht mal, ach ja, Igor, ist auch unwichtig, wie der heißt, ganz ehrlich. Auf jeden Fall, er ist, wird in, hier auf der Verpackung wird behauptet, er wäre auf der Suche nach diesem mysteriösen, goldenen Schwert der Insel Zipang. Damit haben wir hier mehr Story als im Film. Im Film erfährt man davon nichts. Man denkt eigentlich erst auf irgendeiner Suche nach irgendeinem Schatz, also weiß ich nicht, Goldschatz, irgendein Scheiß, weiß ich nicht, Piratenschatz. Es wird wirklich nicht verraten, wonach er auf der Suche ist. Und der Witz eigentlich ist, er ist ein super Schwertkämpfer, der mit, was waren das, 9 Schwertern jeden Gegner besiegt. Okay, mit 9 Schwertern. Für jeden Kampfstil hat er ein anderes Schwert und das wird aber auch in diesem Film nur einmal kurz so mal gezeigt. Die Idee an sich ist gar nicht mal so übel. So, diese 9 verschiedenen Schwerter haben was. Hätte man das ein bisschen besser ausgebaut, diese Idee, und den Rest der Story, sag ich mal, darauf angepasst und ein bisschen verbessert, dann hätte mich das schon wirklich vom Hocker gerissen. Nein, das ist nur so eine kurze, weiß ich nicht, Pausenfüller, um ein bisschen die Zeit tot zu machen. Also eigentlich sinnloses Rumgespiele. Wie gesagt, das ist schade. Das hätte wenig Spaß gemacht. Man sieht auch noch hier diese Frau,
die im Film nur die, warte mal, Pistolenlady war das. Die Pistolenlady genannt wird. Sie nennt sich auch selber, ich bin die Pistolenlady und ich werde ihn fangen, das ist ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und ich will ihn töten, bla 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 bla. Also sie hat wenigstens ein Motiv. Wie gesagt, er nicht. Die ganzen Ninjas haben auch ein Motiv, die sollen nämlich das goldene Schwert suchen. Was allerdings auch nicht verraten wird, auf einmal nachher, wo hier unser Superheld stürzt in eine Höhle, ganz aus Versehen, wo die Jungs mit ihren tollen Taschenlampen, ja, Taschenlampen, in der Höhle rumforschen und durch Zufall das Schwert finden, halt dann rausziehen aus einer Art Stein und dadurch halt hier unseren Superkrieger wieder zum Leben erwecken, was nach einer Stunde so nach dem Motto, also die sind dann weg mit dem goldenen Schwert und er wacht dann wieder auf. Hurra, Freude. Und dann entbrennt ein Kampf um dieses lächerliche goldene Schwert, was ja angeblich so viele Superkräfte hat und weiß nicht, jeden töten kann und jeden mächtig macht. Und eigentlich geht's Endergebnis nur darum, dass man halt die Insel Zipang findet, weil angeblich da so viel Gold ist, dass jeder dahin will. In der Zwischenzeit wird das Schwert halt geklaut. Ihm wird das Schwert geklaut von irgendeinem Ninja. Die Effekte an sich sind echt mies. Also so diese ganzen Special Effects und so, weiß ich nicht. Da zum Beispiel ist da so Goldstaub, der, weiß ich nicht, irgendeinem aus der Tasche rieselt. So sieht es zumindest aus, als irgendein Statist oben auf der Leiter steht und hat das Zeug mühsam aus seiner Hosentasche krempelt. Also die Effekte sind schlecht, wobei die Ideen, die da sind, ja, gar nicht mal so schlecht sind, aber der Film ist es. Ich mache es heute mal ein bisschen kürzer. Weil mir fällt schon nicht mehr ein, was ich hier dran noch schlecht machen soll. Er kriegt wieder mal 2 von 10 möglichen Punkten. Eigentlich nur aus dem Grund, damit ich es endlich hinter mir habe und nicht mehr über diesen Film nachdenken muss. Oder wir geben ihm 1 Punkt. Wir machen es heute mal richtig schlecht. Er kriegt 1 von 10 möglichen Punkten. Ich weiß, es gibt Leute, die es toll finden. Er hat, ich sag mal, in Japan ist er bestimmt voller Hit und macht auch Spaß. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, warum bewertest du ihn so schlecht? Es ist immer Geschmackssache, aber tut euch nicht an. Ihr könnt euch gerne von irgendwelchen Leuten oder Videotheken mal ausleihen, aber spart's euch. Gut, ich sag damit, das war's. Ich sag Tschüss und auf Wiedersehen.